Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Remastered Talk. Wir sitzen heute zu dritt zusammen, und zwar mit Jakob, Jan und mir, Benny. Und wir reden über Hidden Gems, also Spiele, die einen geringen Bekanntheitsgrad haben. Kannst du das mal übersetzen? Hidden Gems? Ja. Versteckte Juwelen, womöglich Kronjuwelen. Cool. Danke. Danke. Ja. Ich hoffe, deine Hose bleibt zu. Die ist schon offen. Ah, super. Ja. Sehr gut. Also Spiele mit geringerem Bekanntheitsgrad, die uns aber besonders angesprochen haben, ja, von denen wir vielleicht nicht verstehen, warum sie so unbekannt sind. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Weil sie schlecht sind? Ja, genau, weil sie schlecht sind. Ich würde tatsächlich nicht direkt reinhauen und euch vorstellen lassen, was eure Hidden Gems sind, ja, sondern erstmal mit euch diskutieren, ja, was okay. Ich persönlich viel interessanter finde, ob es Hidden Gems als solche überhaupt gibt. Mhm. Ja, weil ich persönlich nämlich der Ansicht bin, dass es keine Hidden Gems, sondern eher Hidden Sympathies sind. Ja? Also Sympathien, die einfach, ne, halt aufgrund von persönlichen Zügen, Charakterzügen entstehen gegenüber gewissen Spielen. Weil wenn es wirklich ein Hidden Gem wäre, dann und wirklich so geil und alle ansprechen würde, würde es ja mehr gekauft werden und wäre bekannter. Ist so meine Einstellung. Also klar gibt es Ausnahmen, aber ich denke allgemein. Ja, aber ich schließe ich das dann aus? Also wie definierst du den Hidden Gem? Ist ja klar, das ein Spiel ist ja dann gut, wenn jemand den Wert, ich finde es gut, da reinlegt. Ja. Ein Spiel für sich genommen hat ja erstmal keinen Wert, sondern der kommt ja durch die Anerkennung der Spieler zustande. Und dementsprechend muss ja ein Hidden Gem, wenn jemand es so definiert, auf jeden Fall ja in den Sympathien dieses Spiel, oder muss ja die richtige Ader oder den richtigen Geschmack für diesen Spieler treffen. Von daher sind das erstmal für mich keine exklusiven Bedingungen für ein dasselbe Spiel. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich Hidden Gems gibt, die vielleicht auch eine Masse erreichen könnten, aufgrund ihrer Machart oder warum auch immer, aber dann eben aus anderen Gründen das nicht erreicht haben. Vielleicht verfehltes Marketing, vielleicht ja, zur falschen Zeit auf der falschen Konsole. Da gibt es ja verschiedene, ich habe da auch ein ganz gutes Beispiel mit dabei. Verschiedene Ursachen, denke ich. Ja. Ich würde im Grunde das Gleiche sagen, vor allem, wenn man sich das momentan Steam Greenlight ansieht. Oh ja. Da sind wirklich auch ein paar echt gute Sachen dabei, nur komm dann erstmal auf die 325. Seite der Steam Greenlight Bibliothek und finde dann dieses eine Spiel, was wirklich auch gut ist. Also ist, auch wenn jetzt eine Person das spielt und findet hier so, oh, das Spiel ist richtig geil, und dann hat die Person teilweise auch halt einfach nicht die Reichweite, so viele Leute zu erreichen, außer sie heißt jetzt Gronkh oder Markiplier, die verhelfen ja den meisten Indie-Studios jetzt in letzter Zeit auch diesen großen Durchbruch zu schaffen. Und dann so groß rauszukommen, und dann werden meistens ja auch diese Spiele als so ein bisschen Hidden Gems gehandelt, weil die halt so ziemlich, ziemlich klein angefangen haben von einem komplett unbekannten Entwicklerstudio. Ja, wenn es dann nicht auch so, ich verlasse mich da immer sehr auf Jim Sterling oder Jimquisition, weil der eben auch jede Woche irgendwelche Greenlight-Tests und sowas macht, und das erinnert mich auch ein bisschen an die Situation, ist jetzt nochmal ein bisschen was anderes, aber bevor Nintendo ankam mit seinem Seal of Quality, auf Atari, da kamen ja wirklich so viele Spiele raus, weil jeder dafür Spiele machen konnte ohne Lizenz. Und da hast du in diesem Meer von Scheiße, hast du die Juwelen kaum noch erkannt. Ne? Und da waren Hidden Gems nochmal was ganz anderes als heute, wo es auch viele gute Spiele einfach gibt und wo es dann viele Spiele gibt, die deswegen einfach vielleicht untergehen. Mhm. Ja, ist interessant. Also kann ich nachvollziehen so, dass also ich habe den Gedanken auch schon so in etwa in die Richtung gehabt, aber nie so wirklich zu Ende gedacht. Ist auf jeden Fall, würde ich euch beiden auf vielen Ebenen zustimmen. Also ich finde nach wie vor, dass es auf jeden Fall dazwischen unterschieden werden muss, dass es natürlich diese Spiele gibt, von denen ihr redet, die einfach aufgrund anderer Kriterien, die den Bekanntheitsgrad nicht erreichen und dadurch nie ans Tageslicht kommen, und was die anderen dann, ne, diese andere Gruppe Spiele, die einfach vielleicht dann eure persönlichen, ne? Ja klar, ja. Hast du denn so ein Spiel, wo du sagst, das wird wahrscheinlich keinem Menschen gefallen, aber ich feiere das?
Ich glaube, keins, was wirklich jetzt richtig, also auf vielen Ebenen scheiße ist, was ich aber trotzdem aufgrund derer, wo es geil ist, hat Abfeuer. Nee. Na gut. Sorry. Hätte ja sein können, wenn ja. du das ja so nee. Explizit benannt Nein, hast. Nein, aber ich. Wo du danach fragst. Ich habe tatsächlich Beispiele. Gibt's aber, ja nicht. Ja, es sind ja. jetzt auch nicht, bis auf eins von diesen Spielen würde ich sagen, ist auch keins, so, was ich jetzt auch, was ich so sofort als Hidden Gem bezeichnen würde, aber wo ich das Gefühl habe, dass aufgrund so einer Zielgruppe oder aufgrund der Konsole oder sowas, kennt es vielleicht nicht so viele. Eins, was ich auch gar nicht dabei habe, ist zum Beispiel Spec Ops The Line, das kennt ihr vielleicht. Oder bei dem, das hat mir dann auch ein anderer Kumpel empfohlen, aber wo du dann immer irgendwie auch auf Reddit und sowas in den Thread siehst, was sind eure Geheimtipps? Und da schreibt eigentlich jeder sofort ja Spec Ops The Line, wo man sich auch fragt, ist nicht mittlerweile der Punkt erreicht, wo eigentlich alle das Spiel kennen und es kein Geheimtipp mehr ist? Aber so ähnlich ist es vielleicht auch bei denen hier. Ich habe jetzt einmal als erstes dabei No More Heroes, das ist dann vielleicht noch also Olli, unser Kamerakind heute, der hat mir gerade gesagt, das kennt doch jeder. Hat mich überrascht, ehrlich gesagt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Olli das unbedingt kennt. Weil das Spiel ja auch erstmal, wie alt ist das? 2009 oder sowas erschienen? 2008? Ich habe es gerade gar nicht mehr auf dem Kopf. Steht es hier drauf? 2008? Ja. Oh. Nicht mehr auf dem Kopf. Von Suda51, den kennt man vielleicht. Der hat auch sowas wie Killer7 gemacht und so. Mhm. Auch so ein richtig geiles Gamecube-Spiel. Auch das ist vielleicht eher noch ein Hidden Gem. Hätte ich auch mitbringen können. Wobei Killer7 war einfach auch schwer zugänglich. Das hier ist dann schon eher Mainstream. Du läufst einfach rum mit deinem Laserschwert sozusagen und killst die Leute. Das ist jetzt die US-Version, die habe ich mir extra geholt, weil es die einzige weltweit ist ohne Zensur. Also wo die japanische als auch die europäische damals war, leider komplett zensiert. Und das konnte ich mir nicht geben. Aber das Spiel war einfach geil. Das hatte einfach einen übertrieben geilen Soundtrack. Das kommt noch dazu. Auf den habe ich auch damals viel gecuttet und so tatsächlich. Der war einfach sowas von pervers geil. Und das war aber auch so ein Spiel, wie gesagt, ziemlich brutal. Suda51 ist auch einfach eher so ein Nischentyp und deswegen habe ich immer das Gefühl gehabt, es war nicht so bekannt, aber danach ist es ja, glaube ich, noch auf PS3 oder so erschienen, meine ich, auf zwei anderen Konsolen und der zweite Teil dann sowieso. Naja, kennt ihr das denn oder habt ihr das schon mal gespielt? Noch gar nicht gehört, überhaupt gar nicht. Ach, guck mal, da haben wir, also ich kann es dir sehr empfehlen, ich kann es auch gerne mal ausleihen, aber das ist auf jeden Fall eins, wo ich immer das Gefühl habe, echt unterschätzt, weil das auch, es war jetzt nicht überragendes Gameplay, aber so die ganze, das ist immer so bei Suda51, das ist so diese ganze Atmosphäre, das ist so, da spielst du quasi Travis Touchdown und du musst dich zum besten Killer in dieser Stadt hochtöten. Das ist die Story und genauso ist das halt auch. Und das ist so ein bisschen so Kill Bill Atmosphäre. Also das ist schwer zu erklären, da kommen ja tausende Goons, du knallst die alle ab mit Kombos und dann musst du halt die bösen Typen alle besiegen und das war auch ziemlich gut mit Remote und sowas eingebunden, also das war einfach ein gutes Spiel so und hatte immer das Gefühl, dass es auch einfach zu wenig Leute am Ende erreicht hat und dass deswegen dann auch eben der Sprung auf andere Konsolen kam, was ja dann wieder viele Nintendo-Kritiker auf den Plan gerufen hat. Ja. Aber vielleicht gibt es ja bei euch auch noch Hidden Gems, vielleicht bei Jakob, denke ich, der wird ja bestimmt was haben in seiner Sammlung. Ja, also ich habe gerade auch nochmal nachgeguckt, weil mir ist aus dem Kopf wirklich nicht so wirklich noch ein Hidden Gem. Auf dem Klo habe ich auch nicht. Ja, auf dem Klo auch nicht. Ja. Aber da ist mir nicht wirklich so ein Hidden Gem eingefallen, was wirklich so, bam, das ist jetzt wirklich so ein Hidden Gem, weil bei den meisten Spielen, die ich wirklich kenne, ist es so, die kennen halt jetzt sau viele Leute, weil ich die halt über andere Leute kennengelernt habe, die dann groß gemacht haben. Aber ich finde, so ein Hidden Gem macht meistens auch noch aus, dass halt meistens die Kritiker oder so im Vorhinein halt die Spiele halt einfach komplett unterschätzen. Finde das meistens auch noch so ein Gem aus, noch so grundsätzlich. Aber jetzt mal zu meinen Gems. Habe ich leider nie selber gespielt, aber habe ich sehr viele Videos drüber gesehen und will ich mir auf jeden Fall noch kaufen. The Shelter. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Shelter ist ein Spiel, man läuft durch die Wildnis, ist da gestrandet. Story ist so ein bisschen mit dem Flugzeug abgestürzt und muss jetzt in der Wildnis im tiefen Alaska dir erstmal eine der Bergsteigerhütten suchen und dann deine Sachen zusammensuchen und dann musst du aufpassen, dass du nicht von Wölfen gejagt wirst. Du musst sehen, dass dir immer warm bleibt. Und das ist auch ein Steam Greenlight-Titel, meine ich, gewesen. Der müsste mittlerweile aus der Greenlight-Phase raus sein und das ist halt wirklich auch so ein Spiel, was die großen YouTuber gezockt haben, ziemlich klein angefangen haben und ich finde es auch selber ein sehr, sehr cooles Spiel, auch von der Grafik her.
Ich glaube, ich habe das auf meiner Wishlist. Ich bin mir auch nicht, also ich meine, ich hätte das auch gesehen, aber ich habe es auch noch nicht gespielt. Ja. Klingt aber auf jeden Fall spannend. Hat so ein bisschen, also so eine Mischung aus Survival Game und so atmosphärisches rumgelaufen. Ja. Oder okay, alles ja, klar. Ja. Hat eine sehr atmosphärische Musik im Hintergrund und hört man die Wölfe jaulen und denkt so, nein, Wölfe. Okay. wie man das halt so macht in der Wildnis, ja. Muss ich an The Forest denken, weil, also erinnert mich ein bisschen daran so. Wölfe? Nein, nicht Wölfe, aber so das. Ja, auch teilweise mit den. Ja, das Flugzeug sehr. Ja. Aber da war es eher mit so mit diesen Eingeborenen. Diese total abgefuckten Eingeborenen, ja, die einen dann irgendwie überall hin verfolgt haben und dann das Camp irgendwie auseinandergenommen haben. Oh, gruselig. Cut. Wir müssen mal kurz zurückspulen. Ja, das wäre. Ich dachte gerade auch. Wir setzen keinen Cut. Au! Ja. Mir ist übrigens nochmal was eingefallen. Ja. Wenn das richtig scheiße ist, was ich aber richtig geil finde. Okay, ja. Ja, Skyrim. Ja, das ist einfach nicht scheiße. Ich weiß. Voll das Hidden Gem. Ja. Skyrim. Ich hab da so eins, das kennt ihr nicht, ja, FIFA 13, das ist echt ein alter Schädel. The Witcher 3 habe ich auch gehört, soll. Ich habe auch ein anderes Gem überlegt, FIFA Street. Das kennen, glaube ich, auch nicht mehr so viele. Das war so, als ich ging, war 2003 oder sowas, da kam das raus. Das war eine einmalige, du hast das auch gespielt? Ja, du bist auch eher so ein FIFA, du bist auch so der typische FIFA-Spieler. Ich war das ja auch. Aber da gab es nie einen zweiten Teil von, das war halt sowas von Download City. Ja. Hätte ich jetzt gerade den dritten Teil? Nein. Oh. Laber nicht, wann ist der denn rausgekommen? Wann ist der rausgekommen? Ja gut, das war dann schon die Phase, wo ich aufgegeben hatte. Wo ich mich mit sowas gefunden habe. FIFA Street 1 war echt geil. Das war von der, also es war einfach so, du hast dich so amüsiert wegen dieser geilen, ich weiß nicht, ob es Chris Savage war oder so. Alter Mann, so, geiler Move hier, so wo die immer diese so wie, Rapper da, die Finger gesprochen haben. Tor. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, dieses Action. Ich denke die ganze Zeit an Splasher, aber. Was Splasher? So Filme wie Saw. Also, du meinst jetzt Bloody ein Spiel, Hair. Das du wie Saw. Ein Horrorspiel. Ist. Nein, Bloody Hair, nicht Horror unbedingt. Also schon Horror. Splatter. Ja, Splatter. Ja. Splasher war ich. Splasher. Splash, splash. Oh, du bist ja voll der Splasher hier, du. Und dann gibt es auch noch eine Spielekategorie, die so wie Splatter ist. Gore. Gore, genau. Dankeschön. Das war richtig. Das ist aber eher so eine grafische Okay, ja. Aber vielleicht müssen wir jetzt einsteigen. Ja, vielleicht sollten wir jetzt einsteigen. Wir haben gerade nochmal unser Tape zurückgespult. Ihr seht jetzt die Fernseher. Nein, versucht, wir kriegen das diesmal so mit dem Cut. Nein. Okay, na gut, dann doch. Doch. Okay. Wo waren wir denn? Ich hatte irgendwie aufgehört. Du hast aufgehört, wir sind jetzt genau an einem Break. Ich will am liebsten nicht mit deinem Kabel so rum. Okay, mach ich. Und auch nicht mit dem Mikrokabel. Also bitte. Lass deine Gems einfach in der Hose. Was hat denn Jakob zuletzt gesagt? Der war bei Forest, hatte er aufgehört. Also er war jetzt mit seinem Spiel fertig, genau. Okay, alles klar. Ja, Benni, hast du denn ein Spiel, wo du sagst, also jetzt nicht so eins nach deiner Definition, einfach nur Hidden Sympathy, aber wo du glaubst, vielleicht kenne das echt nicht so viel, aber ich mag das einfach. Ja, es geht. Also da, ich weiß nicht. Ich würde fast behaupten, dass da die Zweifel schon wieder ein bisschen so bei mir selbst liegen. Also ich denke, dass das nicht so mega viel kann. Ich liebe es aber trotzdem auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn ich mich nicht irre, sind beide Teile so, liegen so bei 70% Bewertung. Positive aber wir Bewertung. Wissen ja alle, dass Bewertungen scheißegal sind. Nö. Stehst du auf Bewertungen? Ich gucke mir immer voll die Bewertungen an. Er spielt nur Spiele mit einer 99er Bewertung. Ja, ja. Nee, nein, aber tatsächlich Shank und Shank 2, die sind zwar nicht so mega gehört, mega, aber keine Ahnung, was das ist. Das ist so in Comic-Grafik gehaltenes
Action, Jump'n'Run, Gore, super Gemetzel, ja. Mhm. Auf also, welche Plattform ist das erschienen? Auf PC, Xbox 360, PS3, Xbox One, PS4 und sogar noch auf ein paar ausgefalleneren Konsolen, aber ich habe gerade nicht mehr im Kopf welche. Also es ist schon auf vielen Plattformen verfügbar. Und das hat dir gut gefallen? Das hat mir gut gefallen, ja. Besser als anderen, die ich davon habe berichten hören, weil viele sagen, ja, also das ist ziemlich kurz und trotzdem langweilt es schnell. Also ich sag mal, mit 3 bis 4 Stunden Spielzeit pro, pro Durchgang, Teil. Ja, pro Teil, okay, ja. Bis dabei und trotzdem sagen manche Leute, ja, nach einer halben Stunde ist das Feeling komplett weg. Finde ich aber nicht. Also ich kann das auch ruhig sogar am Stück 2-mal durchzocken und das ist kein Problem. Bam, Junge. Ist ja geil. Gut, nur wenn es einem Spaß macht, das ist ja die Hauptsache. Letzten Endes kommt es ja immer nur auf dich selbst an. Auch wenn es ja manche Leute gibt, die sich vielleicht dann eher erstmal einschließen und sich darüber freuen, dass das Spiel, was sie gekauft haben, hohe Bewertungen hat. Auch wenn es ihnen ja irgendwie erstmal gar nichts bringt, wenn man ehrlich ist, aber okay, ja. Wie teuer sind die? Weißt du das? Ja, ein 10er Blatt hast du dafür. Ja gut, ne? 10 Euro für 3-4 Stunden, also ja. Kann man bringen. Ja, ist gut. Machen. Habe ich schon Schlimmeres erlebt. Schenk. Ja, vor allem im Angebot kriegst du es für 2,50 hinterhergeschmissen. So. Ja, Steam Sales sind immer toll. Schenk erinnert mich so an ein Spiel, wo ich echt den Namen nicht weiß. Ich weiß auch nicht, ob das ist, aber das ist so, du wirst von einer Zombie-Horde überrannt und kannst Waffen craften und kannst alles abmetzeln, was dir in deinen Weg kommt. Nö, nee, eher nicht. Okay, dann nee, ist das ein anderes. In Schenk, also es gibt auch noch eine kleine Story dahinter, aber in erster Linie metzelst du einfach irgendwelche Vendejos ab, die dich tragen wollen, mit einem übersichtlichen Waffenkit. Und auch nichts mit Selbstcraften. Ja, aber das schreit doch eigentlich nach einem Let's Play. Da können wir ja vielleicht mal. Ist das mehrspielerfähig? Also können auch zwei gleichzeitig oder gegeneinander? Oder ist das Singleplayer only? Es gibt bei dem zweiten Multiplayer. Okay. Im ersten, soweit ich weiß. Ja, guck mal, können wir auf den zweiten vielleicht im Multiplayer zocken. Vielleicht haben ja, komm, ich das Spiel auch schon, wissen es nur nicht. Das kann ja auch. Das kann auch das sehr, kann sehr immer gut sein. Ja. Doch, bestimmt. Ja, müssen wir mal gucken. Steam-Bibliothek auf. Mal gucken. Ja, seine ist ja noch schlimmer. Aber ja. Er kennt seine Titel. Ich nicht. Nee, ich kenne meine auch nicht so immer komplett. Ja, ich habe sie sortiert, aber das hat schon 2-3 Stunden gedauert. Ich habe sie sortieren lassen. Es gibt dann ein schönes Programm, was das für einen macht. Das ist nicht so gut wie ich selber. Jetzt sortiere ich mal diesen Stapel. Nee, mir ist übrigens noch zu deiner Frage vom Anfang was eingefallen. Also ein Spiel, was echt im Prinzip richtig shitty ist, was ich aber trotzdem sehr geil finde. Ja. Das war das Stigmat. Also Stigmat. Das ist, ich habe keine Ahnung, wie man es wahrscheinlich richtig ausspricht. Also es ist halt von einem russischen Entwickler, ziemlich unbekannt, habe ich mal über so einen random Steam-Key bekommen. Und ein Steam-Key, der vom Lastwagen gefallen ist. Ja, quasi wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich habe jetzt keine Kratzer. Das sind immer die Lastwagen aus Polen, die über Deutschland auch Holland fahren und dann gehen Steam manchmal die Steam-Keys verloren, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall ist das halt schon irgendwie ziemlich shitty. Also zum einen gibt es das nur auf Englisch und Russisch. So, das schon. Ja, gut, kannst ne? du natürlich machen, aber ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, ne? Ja. Es ist auch irgendwie vom, es ist halt total simpel irgendwie, es ist grafisch scheiße und auch der Start in das Spiel ist einfach total, du wirst tatsächlich wortwörtlich in das Level reingeschmissen, du fällst von oben einfach in das Level rein und es geht direkt los mit irgendwelchen Fallen und so einer Scheiße, ne? Das ist halt so ein super schnelles Spiel, also du musst halt schnell durch Levels springen und so. Es ist mega quirlig von der Steuerung her. Mhm. Und das Ganze macht das halt mega schwer, das Spiel überhaupt irgendwie zu spielen und halt voranzukommen. Okay. Weil du halt... Also ist das so ein Dungeon Crawler oder mit immer Random Levels oder wie läuft das ab? Es sind keine Random Levels in dem Sinne, aber es sind teilweise ziemlich random aufgebaute Level. Okay. Die du dann eben finishst und dann kommst du ins nächste und standardmäßig so. Auch auf PC? Ja.
Okay. Und du wirst halt permanent von irgendwelchen Fallen und so genudelt, einfach weil die Steuerung so schwierig ist und scheiße. Okay. Weggekockt. Ja, okay. Ja. Genau. Okay. Ja. Ja, auch danke für den Tipp, das aber es macht mega Spaß. Also ich weiß gar nicht warum, ich kann es selber nicht erklären, weil es einfach nur scheiße ist, ja. Aber es macht mega Spaß. Ja, ich meine, auch Spiele wiederholen sich ja eigentlich immer alle Mechaniken und wenn es genauso deinen Geschmack trifft und so und auch die Mucke und alles, dann ist doch geil. Dann muss man ja was nicht besonders, dann muss man es ja nicht objektiv gut erklären. Ja. Habt ihr, ich weiß nicht, wie bewandert ihr seid im JRPG-Genre, wenn man es von diesem Genre sprechen möchte? Sowas hier, Baten Kaitos, Origins oder. Das ist aber dann, glaube ich, noch eher bekannt, sollte es zumindest sein, Eternal Sonata. Sagt das einem was von euch? Gar nicht. Krass. Also das hier ist, glaube ich, das ist aber kein, eigentlich ist das kein Hidden Gem, aber ich habe mir gedacht, dass ihr das nicht kennt. Das hier aber sehr wohl. Das ist, glaube ich, wirklich ein Hidden Gem. Da gibt es auch nicht viele, die vom Verkauf wurden. Soweit ich weiß, sind in den USA, glaube ich, 40, 50 oder 60.000 Stück verkauft worden. In Europa ist es gar nicht mehr rausgekommen. Und in Japan waren es auch nochmal 50.000 oder so. Es hat sich also auch leider nicht mehr gut verkauft. Und das ist deswegen auch ein kleines Hidden Gem. Das ist halt der Nachfolger zu Baten Kaitos 1. Wings of Eternity oder so hieß das. Der war auch geil, der Teil. Leider wurde mir das geklaut, deswegen konnte ich es jetzt heute nicht mitbringen. Der ist auch in Deutschland erschienen, also in Europa. Und das war der zweite Teil, das war aber ein Prequel. Also es hat die Vorgeschichte zum ersten Teil erzählt. Und das ist halt, also es ist einmal von den Entwicklern, die auch Xenosaga und Xenoblade und sowas gemacht haben. Also Xenoblade für Wii dürfte ja eher bekannt sein, denke ich. Jetzt auch der neue, also Monolith ist das halt, ne? Die wurden ja von Nintendo dann gekauft. Und die wollten diesen zweiten Teil halt für Cube machen. Dann wurde die Wii angekündigt und sie waren aber schon so weit fortgeschritten mit der Entwicklung, dass sie gesagt haben, wir bringen das jetzt trotzdem auf den Cube raus. Und deswegen ist es wohl auch nicht mehr so untergekommen. Das Spiel ist deswegen halt so krass oder so geil, oder ich finde das so geil. Einmal ist die Story, finde ich, überragend gut. Für mich ist das auch, beide Teile sind die besten RPGs dieser ganzen GameCube-Generation gewesen, mit Abstand. Das Kampfsystem hat mir super geil gefallen. Du hast halt so Spielkarten und musstest dein Deck sortieren vor dem Kampf und hast dann darüber so die Kombos und so gelenkt. Das war auch ziemlich einzigartig und genial. Und dann war es halt grafisch auch echt richtig krass. Also mit vorgerenderten Hintergründen und so. Und wie gesagt, am Ende war es aber so die Story, die das Ganze so genial gemacht hat. Ich habe auch einen Kumpel, hallo Kai, den grüße ich jetzt mal an dieser Stelle. Der hat das damals sich auch extra geholt und sowas. Und wir haben beide da nur gesessen, dachten uns, Alter, die Story, ich will es jetzt auch nicht zu sehr spoilern, aber da wird halt alles, der erste Teil war schon genial, aber alles, was im ersten Teil passiert, wird in diesem Teil nochmal auf den Kopf gestellt. Das ist so das Geniale. Also, dass du, die werfen dich mit so einer Erwartungshaltung rein, ich kenne jetzt halt die Geschichte dieser Welt und dann stellt sich raus, dass die ganze Historie, die in dem ersten Teil vermittelt wurde, nicht so war, wie es wirklich war. Das ist halt das Geniale. Also du hast dann selber die veränderte Geschichte miterlebt. Ich kann es echt nur jedem ans Herz legen. Also wenn man da nochmal rankommt, es gibt, wie gesagt, nicht so viele davon. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das ist eine geile Erfahrung. Ja, und zudem hier, also es ist halt deswegen eigentlich so für mich so ein bisschen was Besonderes, weil die sich da getraut haben, eine etwas abgespacede Story zu bringen. Und zwar spielt das so in den letzten Stunden von Frédéric Chopin, dem berühmten Komponisten, den kennt ihr vielleicht. Schon mal gehört, Chopin? Name schon mal gehört, es gibt gerade einen modernen deutschen Popsong, in dem Chopin auf Refrain gereimt wird. Oh Gott. Von wie heißt der? Clouseau. So, Cluedo. Cluedo. Nein, von Clouseau. Ich finde, der macht sonst gute Texte, aber das ist voll der oberpeinliche Rhyme. auf jeden Fall, Chopin, der ist wirklich im echten Leben auch gestorben mit Ende 30. Und das spielt jetzt quasi in seinen letzten Stunden. Du spielst aber eigentlich so dieses blonde Mädchen hier vorne drauf. Das ist so dein Hauptcharakter und die lebt in so einer eigenen Welt. Und du hast so ganz normal eine Party und Chopin läuft da halt mit rum. Und du springst zwischendurch immer mal wieder in seine letzten Stunden. Und das ist dann so ein Mischmasch aus seinem Todeskampf. Und du überlegst dir halt, ist das jetzt eine Welt, die er sich nur ausdenkt? Oder ist das eine eigenständige Welt? Und gleichzeitig wird halt ihre Geschichte im Rahmen dieser Welt erzählt. Und ein Zyklus, den sie immer wieder durchlebt. Das ist eigentlich ganz spannend gemacht, auch wenn es am Ende voller Klischees ist und irgendwie auch ein bisschen bescheuert aufgelöst wird, hat es trotzdem Spaß gemacht. Und das war auch vom Kampfsystem auch ziemlich innovativ. Du hattest halt nicht nur die Einzelspieler, sondern auch so ein Gruppenlevel, was sich gesteigert hat. Also ich kann es auch nur empfehlen, Eternal Sonata, also wer da auf sowas steht, man muss halt auf dieses Genre abfahren, dann ist das halt mega geil. Aber ich, also Eternal Sonata, dachte ich, dass ihr das kennt. Olli, kennst du das denn, Kamerakind Olli? Er schüttelt mit dem Kopf. Er könnte mit der Kamera...
Nein. Schade. ja, dann habe ich euch ja doch zwei Spiele. Ich glaube, Eternal Sonata ist auf Steam erschienen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, Lost Odyssey und so ist in der Generation ja auch rausgekommen. Das ist alles auf Steam. Ich glaube, es ist auf Steam. Das ist auf jeden Fall von Tree Crescendo entwickelt worden, die unter anderem auch hieran mitgearbeitet haben. Also da steckt es alles hinter. Und Soundtrack auch vom gleichen Typen, der auch Dark Souls und so gemacht hat. Ach, ihr merkt das schon, das sind einfach geniale Spiele. Also und es kennt halt kaum einer, deswegen zieht euch das ruhig mal rein. Wenn ihr noch einen Cube habt, kann ich euch die gerne leihen. Ja, ein Cube nicht. Eine Xbox 360 könnte ich dienen. Ach so, ja, das sind, ja gut, das, die habe ich auch noch zu Hause, ja. Aber. Ja. Ja, ich würde gerne noch mal einen Titel ansprechen, aber nur, wenn ihr den nicht kennt. Allboy, ist euch ein Begriff? Was? Allboy? Alljunge? Allboy? Ja, das ist mir tatsächlich ein Begriff, ja. Ich habe erst Old, also so, okay, ja. Mhm. Allboy, ja. Ja. Du darfst es aber trotzdem ansprechen. Ja, Allboy ist mir nicht bekannt genug, ja, weil ich denke, dass das Spiel noch mehr verdient hat, als es schon erreicht hat, weil ich viele Leute kenne, die es nicht kannten und es dann doch irgendwie gefeiert haben. Ich finde es atmosphärisch sehr schön. Also es ist kurz zur Erklärung so ein bisschen Jump'n'Run mit einer schönen Story, aber dahinter stellt euch vor wie Mario, nur dass ihr eine Eule seid, ja, so ein Eulenjunge. Und mit einer schönen Story, wie gesagt, ja, das wäre so meine Definition davon. Ja. Tut uns leid, deine was? Eulenprinzessin ist in einem anderen Schloss. In einem anderen Horst. Horst. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob Eulen auch Horste haben. In einem anderen Nest. Ja. Wir blenden es ein. Ja, sexy, lohnt sich. Ja. Sehr schönes Spiel. Sehr schönes Spiel. Hättest du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt in deinem Spiel? Das werdet ihr wahrscheinlich kennen, aber also Hidden Gems sind ja auch teilweise so persönlich genregebunden, wenn man sich selber mit einem Genre sehr identifizieren kann, dann wird man wohl eher nicht die guten Spiele der anderen Genres kennen, außer sie gehen groß durch die Presse. Deswegen, ich weiß nicht, ich hoffe, ihr da draußen kennt die Spiele, das Spiel, was ich jetzt anspreche, weil es ist echt geil, King's Quest. Es ist einfach toll. Also, und die, vor allem die neue Version. Ja, ich finde das gerade lustig, weil ich denke mal, dass jeder, der so meinem Alter ist, das hundertprozentig kennt. Ja. Die ganzen Quest-Reihe, auch Quest for Glory und so, aber bei Benny weiß ich jetzt nicht, ob er es. Also nicht selbst gespielt tatsächlich, aber es sagt mir was. Doch. Okay. Ja. Bei Steam gibt es ja auch die Pakete mit allen alten Spielen für 5 Euro das und so. Das ist cool, ja. Auf jeden Fall spielen. Ist sehr schön. Sehr tolles Spiel. Hast du da einen Lieblingsteil oder einfach alle? Wie viel gibt es von King's Quest? 10 oder so? 11? Ja, es gibt ja jetzt auch diese Remastered-Version, wo die nochmal alle alten Teile in neuer Grafik aufgebaut haben. Sollen wir vielleicht mal auf dem Channel spielen. Wo die wirklich alle alten Teile neu aufgearbeitet haben und das ist sehr gut geworden. Die spielen auf alle Teile wirklich an und es fing ja an, glaube ich, mit einem, das ist so eher text-based war, glaube ich, musste man immer eingeben, was man machen wollte. Und das hat sich dann langsam weiterentwickelt und jetzt ist es ein richtig geiles Point-and-Click-Adventure geworden. Gute Zeiten. Ja, dann kann LucasArts und das Scum-System, wie wird das nochmal genannt? Ich komme jetzt nicht mehr drauf, die hatten noch so einen eigenen Namen für Scam-System. Nein, die hatten das war da so eine lustige Abkürzung, das System, diese grafische Oberfläche, wo du dann halt die Aktion auswählst mit dem Cursor und dann, ich komme jetzt nicht mehr drauf, aber es war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Ja. Okay. Ansonsten habt ihr nichts mehr auf dem Herzen? Ach, ich glaube, ich habe noch viel mehr Hidden Gems, aber die bewahren wir uns vielleicht nochmal auf für einen weiteren Talk. Wir wollen ja auch noch die anderen Remasters, so habe ich uns übrigens intern getauft, wollen wir ja auch noch ranlassen, oder? Ja. Oh ja, und wie wir die ranlassen wollen an unsere Hidden Gems, Junge. Richtig unschön. Ich muss mich echt distanzieren, ne? Ich wollte mich eigentlich nur mit nur so jungen Leuten zusammensetzen und jetzt weiß ich auch genau warum. Schön, dass ihr das mein Vorurteil bestätigt. Also Benni ist hier der Jüngste der Runde. Ja. Ich bin gerne noch jung und frisch. Ja, alte Säcke. Oh Gott. Das artet, glaube ich, jetzt ein bisschen hier aus. Ich würde sagen, damit beenden wir diese Talkrunde. Mir persönlich hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch und euch natürlich. Und
Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Adios.